Geil, Mann! Oskar Schweinsack. Timmy! Was war das? Du kennst. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen heute zu einem eiskalten Video. Das Video, was wir uns jetzt reinziehen, feiere ich extrem. Ich habe es mir schon mal angeschaut und ich wollte es mit euch nochmal reinziehen, weil ich das Video krass gut fand. Also richtig gut gemacht. Und aus dem Grund gönne ich mir das nochmal. Jetzt in dem Moment, gerade wo ich das aufnehme, mache ich ein Selbstexperiment. 7 Tage lang, jeden Tag. 5 Uhr aufstehen, meditieren, Sport jeden Tag, Eisbaden, immer zum Sonnenaufgang in den See gehen und Eisbaden. Ich kann euch so viel sagen, am ersten Tag habe ich 5 Minuten im Eiswasser ausgehalten. Ohne Probleme. Und das Video, was wir uns jetzt reinziehen, ist von dem Andri Ragetli. Hier habe ich sogar runterkommentiert. Sehr, sehr geile Challenge. Krass durchgezogen. Ich glaube, das ist ein Freeskier aus der Schweiz oder so. Ich verfolge den jetzt nicht irgendwie krass, aber er hat das einen Follower empfohlen, das Video. Und ich habe schon mal ein Video von ihm angeschaut. Und ich würde sagen, ich rede nicht mehr lang. Wir gönnen uns einfach das Video. Das Video ist übrigens 30 Minuten Eisbath in a Frozen Lake. Wim Hof Method Air Challenge by Fisherman's Friend. Das Ziel ist es, nach 7 Tagen 30 Minuten in einem zugefrorenen See auszuhalten. 30 Minuten. Das ist komplett gestört. Macht das nicht nach, steht ja auch Disclaimer. Also gönnen wir uns das Video. Ja. Alright, let's go. Hey yo, what's good everyone? Welcome back to another video and we are back with another challenge with my partner, Fisherman's Friend. And as you have seen, the first challenge was to hold my breath for 2 minutes under. Der hat einen Sessellift bei sich im Garten. Geiler Typ. After 3 weeks of daily training, I made that happen. And now we're back with challenge number 2. And it's gonna be even tougher than the first one. The goal I set myself is to stay in a frozen lake for 10 minutes. I have some experience with ice baths because I'm a professional athlete. We do it sometimes for recovery, so it's not my first time. And we're gonna do a 7-day process and I'm gonna practice every day a 3-minute ice bath in front of my house. And then after 7 days, I try to stay 10 minutes in the lake, in the frozen lake, and it's going to be called a tough challenge. But now I would say let's start our first practice day and go into the ice water. I hate to do this, but put the water in. This is the spot. Ich weiß auch nicht wieso, aber der Kerl ist mir einfach sympathisch. Ich sehe ihn und ich finde ihn einfach sympathisch. Where I will train. It's right in front of my house. I have here some ice to make sure it's cold enough. Krass. So, put it in. Wisst ihr, das sind so Sachen, sowas feiere ich. Das ist sowieso schon draußen. Das Wasser ist kalt. Und was macht er? Er macht nochmal Eiswürfel rein. Also er macht das nicht irgendwie so Pille-Palle, sondern er zieht das richtig durch. Und so zieht sich das durch das ganze Video. Ihr wisst Bescheid, keine Ausreden. Und das feiere ich, wenn Leute das auch wirklich, wenn sie was machen, das richtig machen. Let's go. Erster Tag. Den Fehler, den viele machen, ist, dass sie so zu schnell atmen. Also du musst langsam atmen, deine Atmung unter Kontrolle haben. Nice. Warte, da kann ich euch mal ganz kurz, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ich zeige euch mal kurz, wie ich heute aussah. Heute war ich 5 Minuten im Eissee, der war zugefroren auch, also wie bei ihm. Das Wasser hat 2 Grad Wassertemperatur und so sah ich aus. Also auch genauso rot wie er. Bei mir war es genau das gleiche. Deswegen, ich fühle diese Challenge so krank, Alter. Ihr wisst nicht, wie ich dieses Video fühle von ihm. Geiler Typ, Mann, Alter. I'm cold. Ja, I'm cold. I'm super cold. Okay, I need to go in. Schönes Haus auch. Richtig schön. Another day, another ice bath. Yes, take two. Man muss aber auch dazu sagen, er ist der Freeski-Skifahrer, habt ihr gerade reingeschrieben. Der Kerl macht wahrscheinlich irgendwie Double Backflips, Rodeos und Flatspins ohne Ende. Das ist ein Eisbad, Digga. Das juckt den nicht mal ansatzweise. Der hat Balls of Steel wahrscheinlich. Das ist für den Pillepalle. Also wenn du so einen Job hast, dann machst du den krankesten Shit. Why am I doing this? Today is day 2. It has been freezing already on the day skiing. It was super cold day. Ach, der kann noch Skifahren. Yesterday, when I went to bed at like 10 o'clock, you know what went through my mind? This, exactly this here. I thought about tomorrow I have to do it again. Half time. Oh, nice. Let's go. Day 2 completed. Ha ha!
Er macht sich immer warm davor, das ist wichtig. Let's go. Day 3. Oh my god. Es ist komplett gefroren. So low. Oh no. Krasser Typ. Day 3 completed. It's 3 minutes. I stay a little bit longer just to practice, but I have to say I make progress. It's getting easier and easier. All right, 3.5. That's it for today. Also 3.5 Minuten ist auf jeden Fall, denke ich, machbar. Es sind nur Schmerzen, die du aushalten musst und deine Atmung kontrollieren und dann geht das. Aber trotzdem, mach das nicht einfach unüberlegt bitte nach, weil das Rausgehen ist das Gefährliche. Das weiß er, glaube ich, in dem Video gar nicht. Am Ende geht er darauf ein. Oh mein Gott. For those people in the comments who are commenting, yeah, but the water was not cold enough. Here's the proof. Geiler Typ, er macht davor einfach noch Meditation, Alter. Er macht so richtig komplett. Das ist das, was ich meine, Digga. Das ist komplett, Bro, 100%. Got some neighbors watching. Er hat sogar noch die Arme unter Wasser. Das habe ich bei meinem Video bis jetzt heute noch nicht gemacht, weil ich danach immer die Kamera in die Hand genommen habe und weil ich keine nassen Hände haben wollte. Vielleicht werde ich das morgen, glaube ich, auch mal machen, dann, wenn Sophia mich filmt oder so. Krass. 4 Minuten. Alright, 4 minutes. Ja, ist noch ein langer Weg zu 30 Minuten, ne? Today I did some breathing exercises. The one I did to hold my breath 2 minutes. I did them before I went into the water because it helps. And yeah, I think it helped a little bit. And I stayed in there today for 4 minutes and push a little bit more to see if 10 minutes is even possible for me. But I think, yeah, I'm getting better, better. John is doing it as well. Let's das ist sein go. Bruder wahrscheinlich. Can 1.5 minutes. Es tut einfach nur weh. In der Nacht. In der Nacht. Einfach auch schön geschnitten, schön gefilmt, schön gemacht. Mega. Day 5 completed, 5 minutes. Okay. Let's go. Jetzt hat er genauso lange gemacht, wie ich heute auch gemacht habe. Ich schätze mal, das Wasser ist ähnlich kalt wie bei mir. Also mein Ding war heute auch komplett zugefroren. Mein Ding, ja, das Ding war auch komplett zugefroren. Also, das ist also, Digga, Leute, Real Talk, das war wirklich, das ist nicht nur so ein Mythos. Das ist danach, da werden aus 30 cm nur 20... Nein, ihr wisst Bescheid. That was tough. That was really tough. Look at the red line. Day number 7. Let's go. Oh. Das ist jetzt das letzte Mal da drin und dann geht's zum See, oder? There is so much ice. Wie er durchzieht. Zu heftig. Day 7. 7 minutes. Let's go, bro. Das Haus ist auch einfach schön, Alter. Die Schweiz, wenn es nicht so ultra teuer wäre und ich mein Geld nicht in Deutschland verdienen würde, oder außerhalb der Schweiz, könnte ich mir echt vorstellen, dahin zu ziehen. Boah, ist so schön. Was sind da jetzt am Koma See? Da war ich sogar schon mal. Okay, hier ist zugefroren überall. Also das Ding ist echt kalt. Ich bin gespannt. Alright, it's day 8. We're here at Lake of Gamasee in my hometown. Today is the final try and we also found spot right here. It's icy, all frozen, so I need to make a hole. Kaumasee. It's gonna take a while, but so let's check it out. Keine Ahnung. I think I'm gonna make the hole somewhere around here because I have to be able to stand. And if it's too deep, that's not gonna be good.
So I think here should be fine. Das ist keine Ausreden. Das ist echt keine Ausreden. Mega. Der Kerl macht alles richtig in dem Video, Alter. Aber 100%. I did in the car the breathing exercise from Wim Hof. And now, it's like 10-15 minutes later, we're back at the hole. And look at this. It's already schon wieder gefroren. Frozen again. So, I'm ready. And er macht sie noch mal warm. I feel already a little bit cold. So I'm warming up. Just running a bit. And after that, I'll do 10 push-ups. And then some jumping jacks, and then I will go in the water. Gestört. Gestört. Ne? Oh, Real Talk, wer friert denn nicht beim Zusehen schon? Also ich bin jetzt gerade ganz froh, dass ich hier schön im Warmen sitze. Ich fühl's, aber... Ja. Alright, let's go. 30 Minuten. 1 minute. Mit der Drohne gefilmt. So, okay, ich halte den Mund einfach. Wir lassen es jetzt laufen. Wenn ich sowas sehe, denke ich mir einfach so, Digga. Genauso würde ich meine Videos auch filmen. Drohne, Ding und dann. Nice. Alright. Okay. Halfway. Let's go. Ten minutes, okay. I'm now 10 minutes in, but it's about exceeding expectations and I'm gonna keep pushing, I'm gonna stay a little bit longer in here. Alter! Er zittert schon und ist schon eigentlich komplett am Ende und er macht einfach weiter, wobei die Challenge 10 Minuten war. Minutes. 20 Minuten! Bro, so geil, Mann! Junge, so ein geiler Kerl! 27, 28! Brutal! Brutal! Brutal. Jetzt kommt der gefährliche Teil, den die meisten falsch machen und wieso die Challenge so gefährlich ist. Und das wusste er nicht. Beim Rausgehen ist nämlich das Ding, wenn du rausgehst, wenn du so ein Kälteding machst und du gehst raus und wärmst dich zu schnell auf, passiert genau das Gegenteil. Also mal angenommen, der würde jetzt ins warme Wasser gehen oder direkt ins warme Haus unter warme Decke und sowas, weil das ist ja extrem kalt, dann passiert das Gegenteil. Sein Körper kühlt noch mehr runter und er kriegt wirklich Erfrierungen und wie sagt man, er unterkühlt. Und dann wird es wirklich lebensgefährlich. Also das Ding ist, du musst ganz, ganz, ganz langsam dich aufwärmen. Ähnlich wie wenn du so Tiefentaucher bist. Ansonsten könnte es gefährlich werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Dem geht's nicht gut, dem Typen. 2 hours later and I feel warm again. Right after the ice bath, I couldn't talk. I was too cold. And yeah. So I was always aiming for those 10 minutes and but after practicing here in the backyard I knew I want to go for 20 minutes and then today I went to Lake Gamasee, went in there and after like 15 minutes I was in there and I felt pretty good but I think it was less cold than here because here it was way more ice and so I was at 20 minutes and I was like, no, I'm gonna push it to 30 minutes. And after that, I was really cold when I came out. In the water, I was all good. I was still feeling good and I was not cold.
but when I got out. And das so I was maybe pushing a little bit too hard, because sometimes it's not always the best if you always push to the limit, and maybe today I pushed it to the limit, but I mean it was all good. I was just super cold after in the car, and yeah, but anyways, it was the 1st January of 2021, so it was a good start into the new year. And that's it also for the video challenge. Krasser Typ. Also das Video auf mich eine 10 von 10. Andriy Rajgetli. Kranker Typ. Die Challenge so durchzuziehen und 30 Minuten im Wasser zu bleiben, ist sowas von gestört. Dafür einfach meinen vollsten Respekt. Das ist so krank durchgezogen. Und ich fand es ein super geiles Video. Geil gemacht. Ich war zuerst auch überlegen, nach meinem Selbstexperiment eine halbe Stunde zu probieren. Als ich mich aber heute früh damit beschäftigt habe, so mit so ein paar Sachen drüber gelesen habe und sowas. Ich werde es nicht eine halbe Stunde machen. Das ist echt. Das kann tatsächlich sein. Auch bei ihm, wenn du dich das falsch erwischt hast, dass du ins Krankenhaus musst oder sowas. Gerade wenn du keine ärztliche Aufsicht oder sowas hast. Deswegen, ich glaube, ich werde so Richtung 10 Minuten probieren oder sowas und gucken, wie es dann läuft. Aber ich fand es ein sehr, sehr, sehr geiles Video. Also Kuss geht raus auf No-Homo-Basis. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Geiler Kanal, cooler Typ. Sehr cooler Typ.